Hallo und guten Morgen zu meiner heutigen Wanderung aus dem Bayerischen Wald. Heute bin ich mal ohne Ziel unterwegs. Ich laufe einfach quer durch die Pampa, schaue, wo ich rauskomme, mal schauen, was ich sehe. Ja, würde mich freuen, wenn du mich dabei begleitest und dann sehen wir uns später. Ciao! Kaum unterwegs und schon habe ich was entdeckt. Hier zweigt ein Pfad ab und von unten habe ich nämlich gesehen, dass auf dem Berg so jede Menge Felsen sind und die schaue ich mir mal jetzt an. Bin ich schon bei den Felsen. Schaut schon richtig toll aus. Mal schauen, wie weit es nur nach oben geht und wo der Weg dann hinführt. Der Zwergeck ist jetzt nicht der spektakulärste Gipfel, aber er hat auch seinen Reiz. Dort drüben sieht man den großen Arber und wer mal eine gemütliche Tour gehen möchte, der ist hier genau richtig. Diese weißen Markierungen, diese Pfosten, das ist die Staatsgrenze und dieser kleine Berg, der liegt schon in der Tschechei. Thank you.
war jetzt am Ende vom Urlaub noch eine richtig schöne kleine Tour zum Abschluss. Genau das Richtige, mit schönen Ausblicken ins Tal. Bloß oben war es ein bisschen windig, aber es macht nichts. Ja, dann möchte ich mich von euch verabschieden. Wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag, bleibt gesund und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis bald, ciao! Bleibt noch ein bisschen dran, weil ich möchte euch im Anschluss noch einen anderen YouTube-Kanal vorstellen. Also bis gleich, ciao! Hallo, ich habe gesagt, dass ich mich später nochmal melde, um einen anderen YouTube-Kanal vorzustellen. Das wäre der von Supersiegern. Wie man schreibt, blende ich hier oben ein. Der macht da auch immer ganz tolle Wandervideos. Da merkt man schon, dass er mit Leib und Seele dabei ist und dass ihm das richtig Spaß macht. Am meisten gefällt mir an seinen Videos seine Drohnenaufnahmen. Die sind so richtig spektakulär und die werten die Videos ungeheuer auf. Also dann würde ich sagen, ruft seine Seite auf, drückt auf Abonnieren und auf die Glocke und er wird sich über jedes Abo riesig freuen. Da macht es ja nichts verkehrt, weil ich denke, er hat viel mehr Abonnenten verdient.